Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Challenge auf meinem Kanal. Und zwar ist das eine unsichtbare Rüstung-Challenge. Das heißt, ich sehe die Rüstung nicht von den Gegnern. Meine kann ich sehen, weil ich jetzt im Inventar schauen kann. Deshalb ist das auch ein bisschen gut. Und jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, was der für Stuff hat. Und der hackt ein bisschen. Aber wir könnten den trotzdem noch bekommen, denke ich. Wir haben ihn auch bekommen. Nice. Unser Stuff ist jetzt nicht gerade so der Beste. Deshalb muss ich schauen, dass ich irgendein Low-Equipment mit einem guten Schwert töte. Da denke ich, man hat nicht so viel. So, da ist ganz gutes Stuff drin. Jetzt haben wir wenigstens ein gutes Schwert und so. Und den können wir, denke ich, mal holen, weil der nicht allzu gut ist. Und den können wir auch noch holen. Nice. So, haben wir ganz gut aufgeräumt. Ein Golem haben wir auch noch. Nice. Da ist noch ein Gegner. Den können wir auch noch holen. So, nice. Jetzt haben wir bestes Equip. By the way, ich bin gerade auch nicht so gut. Aber meine Hits gehen ganz gut rein. Deshalb denke ich mal, wird die Runde jetzt auch was. So, komm her da. Nice, haben wir auch. By the way, ich finde die Challenge eigentlich gar nicht mal so schwer. Da man eigentlich nur schauen muss, dass man das beste Equip hat und dann einfach ganz normal spielen muss. Aber ich finde das ganz lustig, dass man sich so ohne Rüstung kloppt. Und dann, ja, so die Gegner tötet. Das finde ich ganz lustig. Sorry für dich jetzt, aber ich mache leider keine Streams in Aufnahmen. Tut mir leid, Mate. Und dann nehmen noch zwei Spieler. Und da, den können wir gleich mal holen, wenn wir Zeit haben noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So, nice. Den können wir auch noch kombon. Nice, GG. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch ein 1-on-1 einfach. Gegen den da. Und dann würde ich sagen, go. So. So, nice. Den können wir noch kombon und der war auf 2 Herzen. Oder warum? Okay, hatte keine Rüstung. Egal, Leute. Würde ich sagen, lasst eine Pulsierung da. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich sagen, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.